Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich verballer hier viel zu viele Pfeile. Kriege immerhin einen wieder, habe noch 9. Das ist natürlich nicht so gut. Muss mir, wie gesagt, bei dem Schnellfeuerbogen, ich bin es bis jetzt so gewohnt, also auch aus den meisten anderen Spielen, dass man halt den Bogen spannen kann. Aber klar, so ein Schnellfeuerbogen macht natürlich Sinn, dass man den nicht ewig spannt, weil dann ist es ja kein Schnellfeuerbogen mehr, sondern man spannt ihn ja dann. Verstehst du? Und ja, da verballere ich hier gerade noch etwas zu viele Pfeile. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Hallo. Oh, ja, ich bin noch ganz dicht, falls ihr das gefragt habt, weil ich hier rumklettere. Hui. Nee, irgendwie feindliches Gebiet hier oder so? Nee. Ah, okay, da scheint dieses, wie hieß es, Lebenshaus oder so zu sein, tatsächlich. Hallo. Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Hm. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Asgaia. Sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. So, töte die Soldaten, die das Haus des Lebens plündern. Da hinten steht einer. Bitte. Bitte. Könnten wir das anders steuern? Ah, die sind wohl alle hier drin, oder was? Okay. Gucken wir doch mal, wie wir das anstellen. Das feindliche Territorium. Oh. Zielgebiet auf jeden Fall. Stand doch ein Soldat eben noch. Dieser stinkende Tümpel interessiert ihn nicht die Bohne. So. Hey Junge, komm her. Ich bin draußen. So. Wundern kann ich dich schon mal nicht, alles klar. Ich will mal gucken, ob ich... Ah, hier will ich hochkommen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, das weiß ich. Finde den in der Nähe versteckten Papyrus. Ich plündere diesen Ort nicht gern. Überall Krankheiten. Okay. Dieselben, die du dir im Bordell geholt hast? Kommt von außen auf jeden Fall rein. Bike, lass los. Ich pisse schon Erbsensuppe. Ja, es ist schön für dich. Das sieht nicht ganz gut aus hier.
schwupp. So, jetzt sind wir schon mal drin. Ja, ja, ich finde den Papyrus in der Nähe gleich. Machen wir immer schön geschmeidig bleiben. Sechs Pfeile. Cool. Entschuldigung. Kann ich hier nicht rein? Doch, was soll ich sagen? Da kommt einer. Beobachten, wo der lang geht. Im Zweifel pfeife ich mir den einfach hier ins Gestrüpp. Der bleibt da hinten stehen. Ruhe! Das sind zwei. Hey, was? Wieder knapp. Ich habe halt auch keine Ahnung, da hinten kommen noch zwei. Das ist jetzt keine gute Idee. Wenn die beiden da auch noch ankommen. Dieser stinkende Tümpel interessiert ihn nicht die Bohne. Oh. Hey! Der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Können wir aber vielleicht von hier machen. Da steht noch einer. Naja. Was? So. Der ist jetzt weg. Okay. Nicht, dass hier noch einer rumläuft. Shit! Hey, was? Shit! Du kannst nicht fliehen! Kann ich wohl. Mach ich auch. Sieht er mich? Was ist das für ein Spiel? Scheiße. Ich geh mal aus dem Zielgebiet raus. Bastard! Du entkommst uns nicht! Okay, er sucht weiter nach mir. So, jetzt müsste eigentlich 1, 2, 3 Soldaten vielleicht noch. Ich weiß es nicht genau. Die suchen auf jeden Fall nach mir, logischerweise. So, von hier komme ich doch wieder rein. Hm.
Das war mir eigentlich fast klar, dass da in dem Moment dann einer angelatscht kommt, wenn ich hier... Hey! Hey, halt die Waffe griffbereit. So. Zwei Soldaten noch, sehe ich das richtig? Einer steht da hinten. Verflucht! Nicht viel da diesmal. Komm her, Junge. Was? Ich pisse schon Erbsensuppe. So. Hätten wir. Der sollte auch kein großes Problem darstellen. Jawoll! Ich finde halt komisch, diese Quest, dass wir die Soldaten im Endeffekt töten sollen, aber eigentlich schlagen wir sie ja nur nieder. In dem Fall, jetzt muss ich hier aber noch diese, wenn mir das schon die ganze Zeit angezeigt wurde, dann will ich hier jetzt auch noch diese Papyrusrolle finden oder was das ist. Ah, Muni voll, alles klar. Schade eigentlich. Wo hat er mir das denn angezeigt mit der Papyrusrolle? Also ich glaube allgemein, als ich dieses Zielgebiet betreten habe, nicht wahr? Ich hätte das halt auch bestimmt alles mit dem Bogen erledigen können, zumindest ein Teil. Aber dann ist halt immer das Risiko, dass ich entsprechend nicht treffe. Beziehungsweise, dass wir, ja, dass es halt kein One-Hit ist, wenn ich keinen präzisen Kopfschuss ansetzen kann. Das sieht aus, als könnte man das zerstören. Warum wird hier gehämmert? Was geht? Ist das mit der Papyrusrolle? Ist aber keine Quest. Nope, ist es nicht. Alles klar. Da, Mission vor Ort. Finde den in der Nähe versteckten Papyrus. Der da unten ist? Wenn ja, wie komme ich da hin? Fragen über Fragen. Aber hier zeigt er mir das an. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt weiter nach hier drüben gehe, ob er das dann immer noch anzeigt, ob es halt... Ach hier, Missionsziel vor Ort. Ah, ich kann mir das quasi selber... Dann habe ich mir das wahrscheinlich anzeigen lassen, indem ich den linken Stick versehentlich mal eine Zeit lang gedrückt habe beim Laufen. Das würde mich auch nicht wundern. Okay, gibt es nur Muni. Hätte ja auch sein können, dass ich irgendeine Waffe rausziehen kann oder so. Schon, hier ist das Ding ja nicht. Oder doch?
Wunderbar, holy shit. Und wir haben den Ort komplett beendet. Du hast ein Papyrus-Rätsel entdeckt. Drücke hm und gehe auf die Inventarseite, um es zu lösen. Inventar. Ein langer Trunk. Und wie löse ich das jetzt? Oh, das war der falsche Knopf. Das tut mir schrecklich leid. Ja, die Medizindinger, warum habe ich die immer noch? Die hätte ich ja doch schon lange geben können. Okay, ich kann hier nichts machen mit dem Ding. Komm und finde mich... Achso, da ist... Wir sollten den Text vielleicht lesen. Komm und finde mich in Siva, am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. Komm und finde mich in Siva, am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. Eine Schale, die groß genug für einen Gott ist. Mit Schale, ich weiß nicht, ob mit Schale eine Schüssel gemeint ist oder ob mit Schale schlicht irgendwas anderes gemeint ist. Die Schale von irgendwelchen Früchten etc. kann, denke ich, auch nicht gemeint sein. Und aktuell fällt mir jetzt nicht ein, was das Wort Schale noch für eine Bedeutung haben könnte. Und vor allem, welche Schale im Endeffekt ist groß genug für einen Gott? Ach guck mal, wir können auch mit dem Vogel, wenn wir das auf... Wenn wir sowas sehen, können wir da auch schnell hinreisen. Das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool. Aber ich weiß aktuell mit dem Rätsel ehrlich gesagt nicht wirklich was anzufangen. Vielleicht ergibt sich das noch. Wir haben ja noch nicht alles in Siva gesehen. Mal schauen. Und wie gesagt, ich weiß nicht... Ich muss es selber für mich erstmal sehen, da ich das Spiel noch nicht gespielt habe, inwieweit oder wie detailliert ich in die Quests gehe, etc. Hattest du Erfolg? Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siehst du mal. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Quest abgeschlossen. Yay, 20 Ubisoft-Club-Punkte. Stufenaufstieg. Halskette und Kettenamulett. Oder was stand da? Wir gucken uns das jetzt mal an. Als allererstes, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Wir könnten jetzt noch lernen. Schweren Angriff aufladen, nope. Luftangriff, du kannst einen Angriff ausführen, während du in der Luft bist. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist für Attentate. Das weiß ich in der Tat nicht. Aber wir haben hier noch passiv, erbeute Pfeile, die in deinem Schild stecken und leg sie in dein Inventar. Ja. Aber ich möchte gern zum Bogenträger, um ehrlich zu sein. Und zum Bogenträger macht es am meisten Sinn, über dieses Talent zu gehen, anstatt über den schweren Angriff oder über die Aufladung des schweren Angriffs. Wir könnten auch hier rumgehen. Hier kommen wir nicht hoch, das sieht nur so aus. Das heißt, um da hinzukommen, wo ich eigentlich gerne hin will, um einen zweiten Bogen auszurüsten und on the fly zu wechseln, das wäre cool. Zieh im Schwebemodus auf einen Gegner und drücke Y, damit Zenu ihn betäubt. Okay. Ja, sieht erstmal auch nicht schlecht aus. Das ist natürlich auch geil für 2 Punkte, dass wir automatisch plündern. Ich meine, bis jetzt ging das immer noch ganz gut. Wenn Zenu im Schwebemodus ist, kannst du mit A Zivilisten, Gegner oder Tiere markieren, um einen Bewegungspfad zu sehen. Okay.
Gut, dann skillen wir jetzt erstmal den Pfeilsammler, um dann zum Bogenträger zu kommen. Ich glaube, so machen wir das. Und hier... Meditieren könnte ich gar nicht einsetzen, weil ich den Knopf gar nicht habe an meinem Gamepad. Aber dieser Skill ist auch so. Es hat da auch schon irgendjemand geschrieben. Ich glaube, ich weiß nicht, Leo, warst du das? Dass wir halt erlernt haben, zu warten. Und wenn man es darauf runterbricht, ist der Skill halt echt mega lustig. Wirf diese Bombe, um deine Gegner in Brand zu stecken. Wenn sie ausgerüstet ist, kannst du sie mit ihm auswählen. Handelsvertreter, du kannst Tierprodukte und Plunder mit 25% Gewinn verkaufen. Hilfsmittel-Kill-Effekt. Wenn du Gegner mit einem Hilfsmittel in Erwägungsgift, Giftfall, Brandbombe... Okay, da könnten wir auch hingehen. Also ich würde das Meditieren halt gern umgehen und das können wir relativ einfach umgehen, indem wir von der Attentatsbeute, die ich sowieso irgendwann skillen werde, dann rübergehen. Giftpfeile werde ich vielleicht auch mal verwenden, insofern ist dieser Hilfsmittel-Skill, was für ein Zungenbrecher, auch gar nicht so dumm. Und hier diese ganze Kaufgeschichte. Boah, ich kann Streitwägen kaufen, alter Schwede. Du kannst Herstellungsmaterialien in den Geschäften kaufen. Schmiede und Weber verkaufen unterschiedliche Materialtypen. Vielleicht auch nicht schlecht, weil ich wahrscheinlich eh relativ viel plündern werde. Meister im Luft anhalten. Kampfrausch. Ah, okay. Verwesungsgift. Ah, okay, auch cool. Auch nicht schlecht, wenn wir hier unten rumgehen. Na, jetzt aber erstmal den Pfeilsammler, weil ich als allererstes mit den nächsten zwei Skillpunkten, ach, ist nur einer, dann zum Bogenträger möchte. Ausrüstung. Nahkampfwaffe. Ich habe gerade Jürgen gelesen. Hüten und Kimbern. Sehr schnell, kurz rein. Wir Söldner aus dem Jütland. Benannten diese Klingen nach ihren Stammvölkern. Alter, nach ihren Stammvölkern. Was ist denn los hier? Tja, ich weiß nicht, ob ich auch bei der Nahkampfwaffe mit Dolchen arbeiten möchte. Doppelschwerter sind sogar. Ich glaube, ich zerlege die mal. Zweimal Bronze. Ah, durchs Zerlegen von Waffen etc. bekommen wir auch Bronze. Ansonsten haben wir nichts Neues gefunden. Okay, dann machen wir an dieser Stelle einen Schnitt und gucken mal in der nächsten Folge, ob wir noch andere Quests auf der Map haben. Und wenn nicht, widmen wir uns vielleicht mal der Hauptquest weiter. Wir werden sehen. Ich sage bisher danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.